Jagd beginnt. Guten Abend und herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Das sind unsere vier Mutigen heute Abend. Alle gut drauf, fröhlich und vor allem der festen Überzeugung, eine Chance zu haben gegen die Elite. Ich bin sehr gespannt, mit wem wir es zu tun haben heute. Ich bin Serge Schäfers aus dem oberfränkischen Eckersdorf und spiele hobbymäßig gerne Schach. Ich hoffe, dass ich ein paar gute Züge finde. Hallo, ich bin Nina Schreiner. Ich wohne in Frankfurt am Main. Ich liebe es zu reisen und mache gerne Yoga. Hi, mein Name ist Elias Ratz. Ich bin Kulturveranstalter und Student aus Tübingen und ein riesengroßer Drei-Fragezeichen-Fan. Hallo, mein Name ist Anja Gerwin. Ich komme aus Köln und unterrichte nebenbei in der JVA. In meiner Freizeit gehe ich gerne auf Jazzkonzerte und mit diesen unterschiedlichen Interessen holen wir uns heute den Sieg. Das müsste reichen, Anja. Anja mit Elias, Nina und Serge. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Das ist unsere Mannschaft heute, die hoffentlich gewinnen wird. Ihr wisst, wie es funktioniert. Kommt nacheinander zu mir, spielt die Schnellraterunde. Da werdet ihr sicherlich schon mal ordentlich was an Geld einsammeln, um dann jeweils mit dem Geld ins 1:1-Duell zu gehen. Gegen Jägerin oder Jäger. Wer gewinnt es im Finale? Wer verliert, muss heim. Nach wie vor. Und beginnen wird Serge heute. Serge, guten Abend, herzlich willkommen bei Gefragt Gejagt. Ich freue mich, dass ihr da seid. Bist du vergnügt und vorfreudig? Absolut. Ja, was für eine Frage, ja. Schachspieler, sagtest du? Ja. Wie regelmäßig? So oft ich kann und auch gerne mal im Internet. Ich online, gebe mein Bestes. Ja. Und online auch über Tage dann, Partien oder macht man es immer auf Zeit dann? Ach, da gibt es viel, was man auch mit Schnellschach spielen kann. Also das macht richtig Spaß und hält auch gut in Übung. Ja, das glaube ich. Dann wollen wir mal loslegen. Serge, als Captain heute 5000, ja, oder? 5000 wäre gut. Schön. Eine reicht auch. Ne? Hauptsache ein bisschen Spielgeld. So, eine Minute für dich. Du startest, Serge, und deine Zeit beginnt jetzt. Zur Redensart wurden Gaius Julius Caesars angeblich letzte Worte. Auch du, mein Sohn. Brutus. Das Drama gehört zu welcher ähnlich klingenden übergeordneten Literaturgattung? Theater. Dramatik. Wie viele Federn hat der Adler auf dem Staatswappen der Bundesrepublik Deutschland an seinen Schwingen? 8. 10. Zählt der Uranus zu den Gasplaneten? Ja. Als was bezeichnen Betriebswirte eine planmäßige oder außerplanmäßige Wertminderung eines Vermögensgegenstands? Abschreibung. Welcher Regisseur hat bereits für die Filmreihen Mission Impossible, Star Trek und Star Wars inszeniert? J.J. Abrams. Wie viele Stunden sind ein Tag und 6 Stunden? 30. Den imposanten Hauptbahnhof welcher Stadt hat der Architekt Meinhard von Gerkan entworfen? London. Berlin. Welche Farbe haben seit 2008 die Tennisplätze, auf denen die Australian Open ausgetragen werden? Braun. Blau. Wofür steht das F in FCKW? Flur. Ja, den Magister im Studiengang Politikwissenschaften, Soziologie und Staatsrecht schaffte 2008 der Kabarettist Sebastian? Weiter. Puffpuff. Mit welchem englischen Wort bezeichnet man das Spielfeld beim Squash? Court. Alle Tiere sind gleich, aber ein 3000. Gut. Zufrieden? Ja. Ja? Besser als nichts. Sechsmal so viel wie nichts. Ja, das kann man sagen. Hast du gut gemacht. Jetzt gucken wir mal, wer kommt heute. Jägerin oder Jäger, hast du einen Favoriten? Ich fürchte mich vor jedem. Oh nein, fürchten musst du gar nicht. Um Gottes Willen, du könntest schon selbstbewusst sein. Aber wen würde dir nicht so gerne, sagen wir es mal so? Den Verleger, was kommt. Ich hätte im Angebot für euch den Quiz-Vulkan heute haben. Das ist Manuel Hobiger. Ich hoffe, dass er Zeit hat. Er wollte nämlich diesen Sommer seine Steinesammlung katalogisieren. Und das dauert eine ganze Weile. Er hat viel. Der Doktor ist da, der Quiz-Doktor Thomas Kinne. Er hat sich für diesen Sommer auch was vorgenommen, nämlich seinen Rosengarten zu perfektionieren. Und dann wäre noch Sebastian Klussmann, der Besserwisser im Angebot. Der nimmt sich gar nichts vor. Höchstens Kandidaten. Einen von euch nach dem anderen. Hier kommt der Jäger. Guten Abend, Herr Dr. Kinne. Schönen guten Abend, Herr Bommes. Freue mich, Sie zu sehen. Und ich habe mittlerweile den Verdacht, immer wenn Kandidaten da sind, die gelb tragen, dann schmeißen sie sich in ihr Zitronenfalter. Ja, ich glaube, das ist die Farbe des Sommers. Aber irgendwie passt es immer. Ja. Genau, passt zueinander. Schönen guten Abend erstmal, Serge. Schönen Hallo, Abend. Freut mich. Ein gutes Match, Serge und der Quizdoktor. 3000 Euro, ja. Das ist das Erste, was wir hier mitgebracht haben. Ja, also ein schönes Serge Ergebnis. Hat es mitgebracht. Mhm. Was machen Sie draus? Ja, unten würde ich Ihren Betrag einmal dritteln, bleibt immer noch vierstellig, 1000 Euro. Und da oben würde ich ihn dann auf eine fünfstellige Summe vervierfachen, 12.000 Euro. 12 direkt, na. So, was meinst du denn, Serge? Bist du schon so zuversichtlich, dass du gleich hochgehst oder erstmal bleiben? Oder? Wir bleiben mal in der Mitte, ganz
gediegen. Dann machen wir das sehr gediegen. Okay. 3000 Euro und ich drücke dir die Daumen für ein gutes erstes Duell. Herr Kinnem, schönen Abend wünsche ich uns. Gleichfalls. Und Ihnen auch ein bisschen. Die Jagd beginnt. Es geht los mit der ersten Frage. Eine Scheibe wovon hilft aufgrund der antibakteriellen Phytochemikalien Mundgeruch zu bekämpfen? A. Eine Scheibe Banane, Gurke oder Tomate? Ach, ich habe noch nie von gehört. Was hast du genommen? Ich habe mich für die Gurke B entschieden. Eine Scheibe Gurke gegen Mundgeruch. Ist das richtig? Ja, das ist ja gut. Erster Treffer, was sagt der Jäger? Banane. Ich mag gar keine Gurke. Also, okay, gut zu wissen jetzt. Ja. Hier kommt die zweite Frage. Welches Musikinstrument besitzt einen Kanzellenkörper? A. Oboe, Klavier oder die Mundharmonika? Kanzellenkörper, was ist denn das überhaupt? Ich habe nicht die geringste Ahnung, aber habe mich für A, die Oboe, entschieden. Umso schöner, wenn es dann stimmt, ne? Was ist richtig? Nee, das ist die Mundharmonika. Was sagt der Jäger? Also ich habe es mir auch nur so hilfsweise hergeleitet, aber die hat ja so Zellen in... Ich weiß aber nicht genau, woher das Wort kommt. Okay, damit ist er auch im Spiel, der Jäger. Weiter geht's mit der nächsten. Zum Wortschatz der DDR gehörte das Synonym Rotlichtbestrahlung für A. Bordellbesuche, Sonnenbaden oder politische Propaganda. Rotlichtbestrahlung. Wofür wurde es gesagt? Ich hoffe, dass es sich um C, politische Propaganda, handelt. Meinst du? Mhm. Was ist die richtige Antwort? Ja, hast du absolut richtig gehofft. Was sagt Herr Dr. Kinne? Ich habe es auch eher geleitet. Ja, okay. Hätte alles ja irgendwo gepasst, aber wahrscheinlich so hinter Verschwörung. Genau. Leicht regimekritisch irgendwie gelästert so, ne? Okay, nächste Frage kommt. Hälfte ist rum hier. In welcher Raumschiff Enterprise-Parodie von 1999 spielen Tim Allen, Sigourney Weaver und Alan Rickman mit? A. Galaxy Quest, Spaceballs oder Mars Attacks? Was hast du genommen? B. Spaceballs. Was ist die richtige Antwort? A. Galaxy Quest. Was sagt der Jäger? Cineast Dr. Kinne, ja. Macht nichts, er kommt ein klein wenig näher, hat aber immer noch Platz zwischen euch. Den bewahrst du jetzt hoffentlich oder baust ihn gar aus? Was, als was bezeichnen Leute aus dem Ruhrgebiet Mist oder wertloses Zeug? A. Bömsken, Binorek oder Schislameng? Fragen wir den Franken hier. Also, ich habe mal C genommen, Schislameng. Das klingt so schön bescheiden. Was ist die richtige Antwort? Ja, sehr schön. Treffer, was sagt der Kinder? Ich hatte gedacht, Schislameng habe ich schon gehört, aber ich dachte, das bezeichnet was anderes. Ich hätte Schislameng kenne ich, aber vielleicht haben wir auch immer verhört. Aber naja, gut, haben wir was gelernt. Zwei brauchst du noch. Was wird in der Einheit Millimeter Quecksilbersäule gemessen? A. Luftfeuchtigkeit, Blutdruck oder Lichtdurchlässigkeit? Was hast du genommen? B. Blutdruck. Ist das richtig? Ja, gut. Letzte Stufe erreicht. Was sagt der Doktor? So ist es. Millimeter. MMHG. MMHG? Ja. So. Drei Matchbälle hast du. Nutzen wir gleich den ersten, ja, oder? Schauen wir mal. In welcher Stadt wurde denn wohl Keanu Reeves geboren, 1964? In Beirut, Buenos Aires oder Bratislava? Keine Ahnung, aber habe mich für B entschieden, Buenos Aires. Klingt der gut. Gebürtiger Argentinier, Keanu Reeves. Was ist die richtige Antwort? Finale für Serge? Nee, in Beirut ist er geboren. Libanon, was sagt der Jäger? Ich hatte das gehört, ich weiß den Hintergrund nicht, aber ich glaube, seine Eltern hatten irgendwie da zu tun oder so. Das könnte der Hintergrund sein. Ja, klar, weil die haben da gewohnt zu der Zeit, ja. Naja, und hier kommt hoffentlich jetzt die letzte Frage.
Was fürchten Ausdauersportler? Fürchten die A, den Durstzweig, B, den Müdigkeitsstamm oder C, den Hungerast? Hast du schon mal gehört davon? Nee, auch das nicht. Fahrradausdauer oder Marathon, wenn man sagt, ich hab dann den, dann ist plötzlich alles weg, alle Energie weg. Der Müdigkeitsstamm B? Nee, was ist die richtige Antwort? Das ist der berühmt-berüchtigte Hungerast. Was sagt der Jäger? Ich schaue Ausdauersport nur passiv, aber ich habe den Begriff schon von den Kommentatoren gehört, von ihrem Kollegen. So, und jetzt haben wir hier plötzlich Matchball für beide. Aber guck mal, Serge, wenn das jetzt beendet, ist ja noch bitterer für ihn. Das wäre ja schön, dann, nachdem er nochmal rangekommen ist. In welcher Stadt kann man die Sonne fast jeden Tag im Norden sehen? A. In Windhoek, in Mumbai oder in Havanna? Gott, Mensch, was hast du genommen? Ah, Windhoek. Was ist die richtige Antwort? Oh, du bist durch. Ja, ich hab's den Glückwunsch. Finale, Nina, weiter geht's. Sehr gut, sehr gut. So, Nina, schwer erleichtert sind wir. Das ja, war nochmal spannend gerade, ne? Oder? Du ja, reist gerne, hast du vorhin gesagt. Hättest du ja, Windhoek genommen auch? Oder? Ja, hätte ich genommen. Warst du da schon mal? Oder? Ja, war ich schon sogar. Ah ja? Ja. Okay. Und Yoga, sagtest du auch. Genau. Ne? Ja. Ah, guck mal hier. Entspannt ja. Und weltbereist ja. Macht doch einen guten Eindruck. Schnellraterunde, was hast du dir vorgenommen? Boah, Minimum. Hat er auch gesagt und das wurde es viel besser. Du wirst es gut machen. Eine Minute, ich drücke die Daumen. Zeit startet jetzt. Was für ein Kleidungsstück ist ein Blazer? Oberteil. Wie viele Personen wurden 2021 mit dem Friedensnobelpreis geehrt? Fünf. Zwei. Premiere feierte bei der Berlinale 22 Annika Pinskis Filmdrama. Alle reden übers? Was? Wetter. Undine geht gehört zu den bekanntesten Erzählungen der österreichischen Schriftstellerin Ingeborg. Weiß ich auch nicht. Bachmann, 10,97 Meter vom Tor entfernt ist der Elfmeterpunkt. In welcher Sportart? Fußball. Ja. Welches wertvolle Metall wird bei gut 1064 Grad Celsius flüssig? Eisen. Gold. Mit welchem Land ist Britannien durch einen Tunnel als einzigen Verkehrsweg für Landfahrzeuge verbunden? Albertunnel. Frankreich. Das geschichtsträchtige Örtchen Waitangi liegt weit im Norden welches Inselstaates? Weiter. Neuseeland. Welche Farbe hat das Positionslicht auf der Steuerbordseite eines Flugzeugs? Rot. Grün. Ist von etwas sehr viel vorhanden, dann gibt es das redensartliche Rauen. Meng. Wie nennt man beim Kochen das Braten von Speck zur Gewinnung von Fett? Weiß nicht mehr. Auslassen. Ist über 1500 Euro. Auslassen, habe ich auch noch nie gehört, oder? Vegetarisch. Nee. Aber ist doch alles in Ordnung. 1500, mal sehen, was er bietet. Hier kommt der Jäger. Zurück, Herr Kinne. Dankeschön. Knapp war es eben, ne? Ja, aber sehr knapp. Spannend. Ja. Nina ist da jetzt. Nina, schönen guten Abend. Hallo. Schon weit rumgekommen in der Welt. Ja, das hilft, glaube ich, bei diesem Spiel. Möglicherweise kommt darauf an, was wir gleich an Fragen kriegen. Klären wir erstmal kurz das Finanzielle. Ja, okay. 1500 haben Sie zu bearbeiten. Hm. Ja, da würde ich sagen, für die untere Stufe nehme ich Ihnen erstmal zwei Nullen weg und biete Ihnen 15 Euro. Das ist ja sehr großzügig. Sehr großzügig. Dafür hänge ich Ihnen aber oben eine Null an und biete Ihnen 15.000 Euro. Der Versprecher wäre schön gewesen, wenn Sie gesagt hätten, ich hänge auf zwei Nullen an. 15, okay. So, Taktik der Gruppe jetzt. Soll jemand hoch oder wartet ihr noch oder erstmal wieder bleiben? Bleiben. Hat ja eben auch geklappt. Okay, ja. Womit fühlst du dich am wohlsten? Darum ich bin so geht's. Aufgeregt, ich bleib bei 1500. Ja, dann ist das auch schon. Wenn das ein bisschen die Aufregung mindert, musst du gar nicht sein. Macht Spaß. Und, ja, es macht schon Spaß. Schlägst du zurück. Hat doch eben auch geklappt. Wir nehmen 1500 und die Jagd beginnt. So, fünf richtige brauchen wir nur, Nina. Auf geht's. Ja. Hier ist die erste. Was nimmt man abends in Italien? Oft in der Abfolge Antipasti, Primo, Secondo, Formaggi, Dessert, de Frutta zu sich. A. Colazione, B. Cena oder C. Pranzo? Okay, ich habe eine Ahnung.
Das wird wahrscheinlich Frühstück, Mittag und Abendessen sein. Und jetzt ist die Frage, was heißt Abendbrot, oder? Oder was heißt Abendessen? Gibt es ein berühmtes Gemälde, das würde helfen. Das letzte Abendmahl. Was hast du denn genommen? Ich habe A, Kollation genommen, aber ich glaube, es ist B, C. Senal, Kollation. Was ist die richtige Antwort? Ja, das ist das Abendmahl tatsächlich. Was sagt der Jäger? Il Cenacolo ist der Titel des Gemäldes. Von das letzte Abendmahl. Okay, damit ist er ein bisschen näher, aber macht nichts. Jetzt geht's weiter und zwar mit richtiger Antwort. Wobei sollte man sich an den Erste-Hilfe-Unterricht und die Pechregel, also Pause, Eis, Kompression, hochlegen oder hochlagern erinnern? A. Bei einer Verbrennung, bei einem Knochenbruch oder bei einer Verstauchung? Ja, ist nicht schlimm. Ja, Pause, also aufhören, Eis drauf, tapen und dann hochlegen. Was ist es? Ich habe B, den Knochenbruch genommen. Weil Eis mit Verbrennung soll man ja nicht mehr machen. Ich weiß nicht, ob Knochenbruch nicht schon zu viel ist dafür, so nach dem Motto, ich befürchte Verstauchung, weil wenn du es hochlegst, schwillt es ja nicht an. Ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Und beim Knochenbruch ist das Kind, glaube ich, im Brunnen. Was ist die richtige Antwort? Ja, guck mal. Also, was sagt der Jäger? Ja, ich glaube, auch bei A und B sollte man möglichst wenig tun. Also, da kann man viel falsch machen. Ja, genau. Und man kann vor allem auch wenig tun, weil es ist so, wie es ist. Und beim anderen kann man vorbeugend. Genau, so man sagt es. Ja, wenn du es gleich gut kühlst und dicke Tapes, sparst du dir 2 Wochen Reha, weil es nicht so anschwillt. Dann. Ja. Aber jetzt hast du doch das erledigt gut, mit dem Panzer. Du wolltest so, dass der Satz der letzten 10 Jahre, gut, dass du nicht gezockt hast. Und jetzt wird's. Auf dem, guck mal hier, das, du sagst doch, du warst schon in der Welt. Auf dem Flughafen Punta Cana landet man bei einem Urlaub in welchem Land? A. Dominikanische Republik, Malediven oder Thailand? Weißt du? Ja, Dominikanische Republik. Warst du auch schon? War ich auch Windhoek, schon. Oder? Bist du beim Flugzeug? Wie genau, sagt man? Ja, Flugblätterin. So heißt es. Ja, alles klar, jetzt wird es auch logisch. Dominikanische Republik. Oder wie ein Kumpel von mir mal sagte, Republikanische Dominik, das hat er nie gecheckt. Dom-Rap. Was sagt der Jäger? Ja, und hätte sich es auch sprachlich herleiten können, weil Punta Cana ja Spanisch klingt. Okay, ja gut, das ist natürlich die andere Variante. Sehr gut, nervenstark. Weiter so bitte, Nina. Welcher heimische Nadelbaum wird auch Spirke genannt? A. Moorkiefer, Blauzeder oder Zapfenfichte? Ich habe es noch nie gehört. Ich auch nicht. Dann brauchen wir ein bisschen Glück jetzt wahrscheinlich. Ich habe jetzt Moorkiefer genommen, aber einfach geraten. Spirke, Moorkiefer, hoffentlich. Ja! Lass es bitte ein gutes Zeichen sein. Und ich spekuliere so ein bisschen auf die Unwissenheit des Jägers in diesem Fall. Er lacht schon so. Was sagt der Jäger? Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Gut, da ist wieder ein Patzer. Ja, nächste Frage. Max Kruse erfand das Urmel, weil er damals als einer der ersten welches Gerät besaß? A. Mikrowelle, Kaffeemaschine oder Tiefkühltruhe? Ja, ist das jetzt. Ja. Ist C jetzt die Falle oder ist C jetzt das Logische? Weil Urmel ist ja Urmel aus dem Eis, oder? Genau. Dann wäre der Zusammenhang bei Mikrowelle und Kaffeemaschine nicht da, Adeline. Ja. Ich habe gedacht, C ist vielleicht die Falle und habe A, Mikrowelle das gehabt. Das wäre genau die andere, denke ich. Ich hoffe, dass es so ist. Nee, ja, schade. Haben wir um die Ecke gedacht. Was sagt der Jäger? Bekannt fürs einfache Denken. Nein, also ich konnte es wirklich nicht in Zusammenhang. Ich kenne das Urmel aus dem Eis wirklich sehr gut. Ja, genau. Guck mal, du kennst doch nicht. Ich war gespannt. Ja, so, ist doch gut auch. Ist viel schöner, als wenn es so einfach ist. Welcher große deutsche Strom ist laut mutmaßlicher Namensherkunft hell oder weiß? A. Donau, Elbe oder Rhein? Mutmaßliche Namensherkunft. Was hast du genommen? B. Die Elbe genommen. Was ist die richtige Antwort? Ja. Was sagt der Jäger? Geht er jetzt auf Rhein, weil der Rhein hell
rein ohne H wäre. Okay, das wäre jetzt ja nein. Das wär Albus gedacht. Albus, Albino, ja, genau. Ja. Sehr gut. Zwei noch, so kommen wir auch durch. Ja. Die Londoner Fußgängerbrücke Millennium Bridge musste nach der Eröffnung sofort umgestaltet werden, weil sie A. zu wenig Gewicht trug, B. zu sehr schwankte oder C. zu rutschig war. Fußgängerbrücke. Ja, das kann leider alles... Also es, alles wäre nicht gut. Was hast du genommen? Also B. zu sehr schwankte... Was gehört zu haben, aber ich weiß nicht, ob das die Fußgängerbrücke war. Hoffentlich. Ja. Dann hättest du Matchball oder Matchbälle. Oh, das ist cool. Ja. Yes! So, eine noch, Nina, was sagt der Jäger? Haben wir noch mal ein bisschen Luft bekommen von ihm? Nein. Nein, ich habe das daher hergeleitet. Also Gewicht, sowas kann man sehr gut berechnen. Eine statische Berechnung ist ja eine Grundlage beim Brückenbau. Und rutschig, die Oberfläche kann man auch testen. Aber es ist schon öfter vorgekommen, dass Brücken in der Realität dann anders reagiert haben durch die Windverhältnisse und so weiter, als man das vorberechnet hat. Okay. So, und dann ist es jetzt wie bei Serge, ne? Und hoffentlich mit dem gleichen Ausgang, dass du ins Finale gehst mit der richtigen Antwort auf diese Frage. Bei welchem Käse kann man die Rinde nicht mitessen, da sie nicht natürlich ist? A. Beim Appenzeller, beim Emmentaler oder beim Gouda? Keine Ahnung. Was hast du genommen? Ich habe C. Gouda genommen. Die ist immer so gelb und ich schneide sie mal ab. So gelb wie sein Jackett. Was ist die richtige Antwort? Ja! Wieder Finale. Wieder auf den letzten Drücker. Elias, gut. So, Elias, das mit der Erleichterung zieht sich durch den Arm, ne? Oder? Ja, die ersten zwei haben es schon geschafft. Jetzt hoffe ich, dass ich noch nachlegen darf. Aber, ja, das hoffen wir total. Aber wie spannend, du. Also, ne, das ist doch herrlich. So, drei Fragezeichen hast du gesagt vorhin. Bist ja, du ja, richtig. Ja, also ich hatte zumindest bis vor einem halben Jahr noch alle Folgen, die je produziert worden sind. Dann kam Corona, dann habe ich sie verkaufen müssen, weil es geldtechnisch nicht so gut lief. Aber vielleicht können wir heute noch mal ein bisschen was nach Hause nehmen. Dann Sammlung können wir verkauft, die wieder anschaffen. Richtig? Ja, leider. Also die Kassetten noch oder nein, CDs? Nein, die CDs, so alt bin ich noch nicht. Ja, okay, danke. So, dann hoffentlich wenig Fragezeichen jetzt, sondern gute Antworten. Eine Minute für dich. Zeit startet jetzt. Wie lautet die Dativform des Personalpronomens wir? Er. Uns. Unter welchem Namen kennen Kinder einen Zeichentrick-Baumeister und andere einen... Der Baumeister. Mit welchem Rapper sang Karel Gott den Song Für immer jung? Bushido. Blüht die zarte Nerine bei uns im Frühjahr oder im Herbst? Herbst. In welcher Religion ist Muharram der erste Monat des Kalenders? Januar. Islam. Welche Isabel erhielt bei der Berlinale 22 einen goldenen Bären fürs Lebenswerk? Weiter. Hyper. Wie nennt man scherzhaft einen nach dem Aufstehen mürrischen Menschen? Morgenmuffel. Wie viele Halbzeitpausen gibt es bei einem Fußballspiel mit Verlängerung? Ja. Zwei. Blossom, Bubbles und Buttercup sind die Vornamen welcher großäugigen Zeichentrick-Girls. Weiter. Powerpuff, ein Schweizer Schriftsteller, der seine Vorliebe für das Groteske auch in Karikaturen auslebte, war Friedrich? Weiter. Dürrenmatt, aus welchem Land stammt Roberto Metsola, die 2022 neue Präsidentin des Europaparlaments? Frankreich. Malta, originale Kuckucksuhren stammen aus welchem Bundesland? Baden-Württemberg. Ja, bei welchem Wassersport kommt man dem Erdmittelpunkt am nächsten? Wasserball? Tauchen. Tauchen, ja. Wasserball ist auch nicht schlecht. Stimmt. Ach, zu Hause ist das viel einfacher, als wenn man hier steht. 2000 hast du. Gut gemacht. Alles in Ordnung. Nichts Schlimmes passiert. Und jetzt ist die Frage, wie wir hier taktisch agieren. Hier kommt der Jäger. Hört sich gerne drei Fragezeichen, Herr Dr. Kinner. Ehrlich gesagt habe ich keine von diesen Reihen gehört. Nee. Bin da nicht so ein... Ja, nee. Waren Sie nicht so Hörspiel früher? Nee, überhaupt nicht. 2000 Euro, Elias, ja, ist da. Abend, Elias, erstmal. Ja. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendjemand mal frisst, was Sie da oben haben. Ja, genau, ich muss da jetzt ein bisschen korrigierend eingreifen. Das heißt, ich muss das unten erstmal richtig unattraktiv machen und biete Ihnen minus 500 Euro an. Und oben dafür ja, steigere ich die Attraktivität, indem ich Ihnen 18.000 ja, Euro so biete. Ja, so wollen wir Sie hören. Was sagt ihr? Naja, was die beiden sagen, ist da jetzt warm und trocken. Und
sagen, natürlich nimm's. Ja, wenn alle drei sagen, ich soll auf 18.000 gehen, dann versuche ich das. Ja, dann machst du das mal. Finde ich völlig in Ordnung. Und die Summe ist auch anständig. Und außerdem holst du sie dir jetzt. Das ist ja das Schönste. Das werden wir in den nächsten Minuten raus. 3-0 gehen wir jetzt in die Führung. Die Jagd beginnt. Auf geht's. Welches Land hat wie der Tschad eine blau-gelb-rote Nationalflagge? A. Rumänien, Armenien oder Bolivien? Was hast du genommen? Ich habe A. Rumänien genommen. Was ist die richtige Antwort? Guter Start, Elias, für 18.000 Euro. Was sagt der Jäger? Der war auch schnell. Ja, Rumänien, Moldau, Andorra haben alle blau-gelb-rot. Gibt noch mehrere, also. Es gibt noch mehr. Okay. Weiter geht's. Nächste Frage. Welcher britische Schauspieler wurde Ende Februar 22 mit einem Stern auf Hollywoods Walk of Fame geehrt? War das A. Ashton Kutcher, B. Orlando Bloom oder C. Benedict Cumberbatch? Sind das überhaupt alles Briten? Nein. Nee, oder? Wen hast du genommen? Ich habe C genommen, Benedict Cumberbatch. Der ist Brite, oder? Was ist die richtige Antwort? Bitte, zweiter Treffer. Kutscher und Blum, Amerikaner, Herr Dr. Kinder? Würde ich schon sagen, auf jeden Fall Kutscher. Irgendwie so, ne? Also auch C vom Doktor wahrscheinlich. Also ich hatte hier zweimal so einen Zwischenfall, dass ich nicht auf den Namen Benedict Cumberbatch in der Finalrunde kam und jetzt drücke ich immer Benedict Cumberbatch. Wenn Meinen Sie, das war jetzt so ein Zugeständnis an Sie? Die Antwort immer Benedict Cumberbatch. Okay, alles klar. Es geht weiter im Gleichschritt. Bitte weiter, Elias. Wovon träumt jeder Skispringer? A. Vier-Schanzentournee. Okay. Wie ist die korrekte Schreibweise der Vier-Schanzentournee? Vier-Schanzentournee, Vier-Schanzentournee oder ein Wort, Vier-Schanzentournee? Nicht schlecht, die Frage. Was hast du genau? Hast du da je drüber nachgedacht? Ich habe darüber noch nie nachgedacht. Ich interessiere mich auch nicht wirklich für Skispringen, aber ich hätte gedacht, das ist, wenn dann ein Wort, die Vier-Schanzentournee zählt. Was ist richtig? Bravo, auch richtig. Dritter Treffer in Folge. Hälfte hast du, Elias. Was sagt der Jäger? Ja. Ja, die anderen beiden sind einfach auch sprachlich völlig falsch. Und man muss also auf jeden Fall in Deutschland den Bindestrich verwenden, die sogenannte Kopplung. Also wenn das die erste Version gewesen wäre, hätte man mindestens Bindestriche dazu. Okay. Es geht weiter. Wer I call it a day sagt, der macht laut dieser englischen Redewendung A. einen Anruf, B. Feierabend oder C. Tagebucheinträge. Und nachher sagen wir, we call it a night. Was hast du genommen? Ich habe B. Feierabend genommen. Ja, was ist die richtige Antwort? Jawohl, so sieht's aus. Licht aus. Und was sagt der Jäger? Das wissen Sie natürlich als Übersetzer und Amerikanist. Genau. Nächste kommt. Wie lange dauerte dem Neuen Testament nach die Finsternis bei der Kreuzigung Jesu? A. 40 Minuten, 3 Stunden oder 2 Tage? Hast du die Mitte genommen? Ah, nein, ich habe C, 2 Tage genommen. Da bekomme ich zu Hause aber Ärger, wenn ich das jetzt falsch gesagt habe. Warum? Also ich habe mal Theologie studiert, auch 2 Semester lang, sehr gläubige Familie. Ich wäre bei B gewesen, aber ich hoffe, dass ich als Nicht-Student falsch bin. 3 Stunden, was sagt der Jäger? Tatsächlich, ne? Ja, genau. 2 Tage, sie hatten jetzt dran gedacht, Karfreitag bis Ostersonntag, ne, wahrscheinlich. Ja. Aber da war ja noch ein Treffen dazwischen, ne? Ja. Wo er schon mal vorbeihuschte, der Herr. Ich habe auch Life of Brian gesehen, ja. 2 noch trotzdem. Und du hast alles in der Hand noch, völlig okay. Welches alkoholische Getränk ist seinem lateinischen Ursprung nach bloß eine Flüssigkeit? A. Likör, Grappa oder Absinth? Was hast du genommen? Ich habe geraten und habe C. Absinth genommen. Und was ist die richtige Antwort? Likör, lateinischer Ursprung. Liquid im Englischen. Flüssigkeit, liquide. Okay, damit sage ich herzlichen Dank fürs Spielen, lieber Elias. Schade, Mensch, aber 18.000 musstest du nehmen. Anja, dann jetzt du.
Nico, kleine Träne weinen wir um Elias. Schade. Aber 18.000 war mutig und auch alternativlos, sag ich, ne? Einer muss ja mal hoch. Oder? Und er hat's gut gemacht. Also ja, total. So, die Kölnerin, die gerne Jazz macht, ne? Oder? Hört. Hört, sagst du? Machen wir schön, aber dafür fehlt mir das Talent. Nicht. Und du unterrichtest, sagtest du, ne? Genau. In der Justizvollzugsanstalt. Okay. Welche Fächer? Deutsch als Zweitsprache, also Grundbildung. Ah, ja. Na, siehst du, ja, wollen wir mal gucken, ob wir hier was aus deinen Interessen zusammengestellt kriegen. Hoffentlich. Und eine Minute, letzte schnelle Minute des Abends. Ich drücke die Daumen. Zeit startet jetzt. Wie heißt der Hund bei Tim und Struppi? Struppi. Welches Kraut ist der Hauptbestandteil einer klassischen Pesto-Soße? Basilikum. In welcher deutschen Stadt fand im September 2021 das internationale Literaturfestival statt? Stuttgart. Berlin. Wie nennt man Verben, die das Gegenstück zu schwachen Verben sind? Starke Verben. Die Unterteilung in Rhythm Section und Melody Section ist für Gruppen welcher Musikrichtung üblich? Jazz. Dem Namen nach müsste ein Labrador aus welchem Land stammen? Weiter. Kanada. Welche Vera moderierte von 2007 bis 2022 die TV-Sendung Schwiegertochter gesucht? In Schweden? Ja. Welches Land hatte 2021 den Vorsitz der G7-Staaten? Weiter. Großbritannien. Wie oft bringt Moses laut Bibel seinem Volk die Tafel mit den 10 Geboten? Dreimal. Zwei. Welches Mitglied der Rolling Stones hat 8 Kinder von 5 Frauen? Mick Jagger. Welcher Teil des Kölner Doms steht als 1:1 Nachbildung vor dem Haupteingang? Die Türme. Die Turmspitze. Mit der Hochzeit tritt man redensartig ein in den... Bund der Ehe? Ja, wenn in einem Wort der gleiche Vokal zweimal hintereinander steht, wird er wie ausgesprochen? Lang. In welcher Disziplin haben 4.000? Gut, Anja. Beste Runde des Abends. Ich beglückwünsche dich. Danke. Dazu. Tipptopp. So, 4.000. Wir kämen auf 8,5 oder nochmal. Mal schauen, bist was natürlich bei auch prädestiniert für Zocken, ne? Mal sehen, ob er die 20 jetzt knackt. Ich könnte es mir fast vorstellen. Hier kommt der Jäger. Herr Doktor, letztes 1-1. Anja ist da, aus Köln gekommen. Ja, schönen guten Abend, Anja. Und wir kommen mit dem Highscore des Abends. Ja, ja, sehr schön. 4.000. Ja, ist ja fast so viel, wie da hinten steht. meine Taktik hat sich jetzt nicht geändert. Unten muss es unattraktiv bleiben. Ich biete Ihnen unten einfach minus 400 Euro. Und oben, Sie hatten das ja schon angedeutet, oben lege ich Ihnen 20.000 Euro so, hin. Das müssen Sie auch jetzt, glaube ich, nochmal, um Anja überhaupt mal... Ja. Aus dem Quark zu kriegen, sonst, ne? Ja, ich zocke. Ja, cool. Sehr gut. Super. Dann nehmen wir das jetzt nochmal. Nach 18 kommen 20. Der Unterschied ist, das geht jetzt bitte durch, ja? Ja, die Jagd beginnt. Ich gebe mein Bestes. Das machst du. So, jetzt machen wir hier ICE ins Finale. Wie heißt der erste Hit des Jahres 2022, veröffentlicht von der 17-jährigen Texanerin Gail? A. A, B, C, D, E, F, U, B, Good For You oder C, Easy On Me? Was hast du genommen? Ich habe A genommen, A, B, C, D, E, F, U, aber keine Ahnung, noch nie von gehört. Gar Sie nicht. Gucken so, als wollen Sie was loswerden zu der Frage. das ist die zensierte Version. Ich gebe Ihnen gleich die Möglichkeit. Was ist richtig? Gut. Die zensierte Version, steht es FU für das, was ich denke? Ja, genau. Es gibt unterschiedliche Versionen, die unterschiedlich gespielt werden. Gut, auf jeden Fall haben Sie dann auch A genommen, offensichtlich. Ja, hört man den ganzen Tag im Radio rauf und runter. Na bitte, dann werde ich es wohl auch kennen, aber ich hätte es nicht zuordnen können. 20.000 wandern und bitte weiter. In welchem Sport war Abraham Lincoln als junger Mann erfolgreich? A, war er Schwimmer, Langstreckenläufer oder Ringer? Linke, zeitlich, ja. Was hast du genommen? Ich habe C, Ringen genommen. Was ist richtig? Super, Anja, es läuft. Was sagt der Jäger? Kennt sich aus mit allen Präsidenten. Ringer, damals war Wrestling eben noch das Ringen, was man bei uns kennt. Das Klassische, ne? Ja, so, weiter geht's, nächste. Wobei soll ASMR, Autonomous... Sensory Meridian Response helfen, bei dem der Kopf angenehm kribbelt. Bei A. Beim Abnehmen, beim Einschlafen oder beim Sprachenlernen. Wir hatten doch vorhin schon die Pechregel mit Kühlen und Kompressionen. Es ist der Abkürzungstag hier heute bei GG. Was hast du genommen? Ich habe B. Einschlafen genommen. Eine Freundin von mir macht das nämlich häufig und ich hoffe, ich habe ihr richtig zugehört. Was ist die richtige Antwort? Ja, super.
Gut, gut, was sagt der Jäger, dessen Kopf auch häufig kribbelt? Aber zum Leidwesen der Kandidaten. Gut, Herr Kinne, weiter geht's. Wer spielte 1971 im Film Das Mädchen und der Kommissar an der Seite von Romy Schneider? A. Philippe Noiret, Pierre Richard oder Michel Piccoli? Wer war es, Anja? C. Michel, vielleicht? Michel, ma belle. Sont les mots qui vont très bien ensemble. Ist das richtig? Ja! So, dann sitzt nur noch zwei. Was sagt der Jäger? Cineast, aber vielleicht nicht bei dem. Doch. Ja, Pierre Richard habe ich ausgeschlossen. Ich wüsste nicht, dass sie irgendeinen Film mit ihm gemacht hat. Ja. Aber Noreen musste ich nochmal überlegen. Gleichschritt weiter. Super, Anja. Egal, was passiert, es macht großen Spaß. Pfingsten fällt immer auf den 50. Tag nach Ostern, der aber nie in welchem Monat liegt. A. April, B. Mai oder C. Juni? Ja, wo kann er nicht liegen? April, hoffentlich. Was ist richtig? Oh, das ist aber eine schöne Frage gewesen für das Erreichen der Matchballstufe. Das wird der Jäger auch haben. Nehmen wir zur Kenntnis. Ich habe mich verdrückt. Was? Ich sage jetzt schon, ich habe mich verdrückt. Herr Dr. Kinne, Sie sind ja noch mehr mein Freund. Vielen Dank dafür. Ja, warte, bedank dich noch nicht. Ja, aber mach erst fertig jetzt, bitte. Was würde sehr teuer, gäbe es die winzige Bartmücke nicht mehr? A. Erdbeereis, Haselnüsse oder Schokolade? Serge sieht aus, als hätte er eine Ahnung. Ich hätte auf A getippt, die bestäubt bestimmt die Erdbeere. Mit 2 A. Pyramiden, Kreisen oder Quadraten? Tja, wenn man es nicht weiß, ist das jetzt die berühmte 33,3-Chance. Ich habe mich für die goldene Mitte B entschieden mit den Kreisen. Selbstporträt mit 2 Kreisen bringt das Anja ins Finale von Gefragt gejagt mit 20.000. 24,5 für euch drei jetzt. Bitte verteidigt das. Ja. Super, Alter. Finalzeit bei Gefragt gejagt. Und was für eine? 24.500 Euro. Tolle Summe da. Maßgeblich von Anja gerade hier bestückt das Ganze. Mit Nina und Serge spielt sie jetzt mit 3 Punkten Vorsprung. Ihr macht bitte noch einen viel größeren Vorsprung und dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ja, seid ihr bereit? Gut abgestimmt und hoffentlich konzentriert. Zeit für unsere 3 startet jetzt. Mit gut 8 Millionen Einwohnern ist Luanda die viertgrößte Stadt welches Kontinents? Afrika. Welches Wort bezeichnet einen Geldbehälter wie auch den Aktienmarkt? Börse. Die Pink Ladies daten die T-Birds in welchem Filmmusical? Weiter. Nach welcher Mickey-Maus-Übersetzerin sind ein Museum und ein Asteroid benannt? Erika Fuchs. Bei Demonstrationen zum 1. Mai dominiert welche Flaggenfarbe? Schwarz. Welcher bedeutende Londoner Palast wurde ursprünglich für John Sheffield gebaut? Buckingham Palast. Wer wurde im Oktober 2021 neue Bundestagspräsidentin? Weiter. Selina Kyle lautet der bürgerliche Name welcher weiblichen Comicfigur? Weiter. Tiergarten heißt ein Stadtteil welcher deutschen Millionenstadt? Berlin. In Zurück in die Zukunft spielte Michael J. Fox den Zeitreisenden Marty? McFly. Unter welchem Vornamen ist der Dramatiker Edmund Josef von Horvath besser bekannt? Hedon. Wie wird in der Physik der Druckmesser für Flüssigkeiten und Gase genannt? Barometer. Welche christliche Kirche betrieb im Mittelalter Ablasshandel? Katholische Kirche. Was für ein Landsmann ist der Singer-Songwriter Nico Santos? Grieche. Wer spielte 2022 für eine gleichnamige Serie erneut die Rolle des Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor. Was ist sowohl ein anderes Wort für einen Defekt als auch für einen Spleen?
Makel. Ein Staat in Mittelamerika heißt El Salvador. Welcher Partei gehörte der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik? CDU. Welches Adjektiv ist in der Informatik das Gegenteil von digital? Analog. Die bekannteste Art der Schildzecken ist in Europa welcher Bock? Weiter. Kommen zwei Menschen in engeren Kontakt zueinander, gehen sie redensartig auf welche Fühlung? Tuchfühlung. In welchem Jahrzehnt feierte die Hallerfordens TV-Klamauk Nonstop Nonsens? 70er Jahre. Für den Karneval welcher Stadt ist der Nahallermarsch typisch? Köln. Die älteste Kirche Deutschlands? 17 sind es geworden. Gut, das war aber noch ein richtiger Endspurt. Serge, da warst du auch noch mal in Hochform hinten raus. Ne? Ich glaube, du warst es, Anja, beim Spleen und da hast du Makel gesagt und die Macke muss es da leider sein. Das heißt, wir kommen auf 16, aber auch das kann reichen und wird es hoffentlich gegen Herrn Dr. Kinne. Zum letzten Mal heute Abend. Hier kommt der Jäger. So, Herr Dr. Kinne, einen mussten wir noch wegnehmen, aber es bleibt trotzdem eine starke Runde. Sehr ordentliche Leistung. Und ich lehne mich wie immer in den vergangenen 10 Jahren weit aus dem Fenster, wenn ich sage, zu viel patzen dürfen Sie nicht. Nein, da das sitzt, ist richtig, absolut, ja. Da sitzt Wissen. Genau. Auch da. Und da sitzen drei. Wollen wir? Ja? Ja, gerne. 2 Minuten für den Jäger zum letzten Mal heute Abend. Die Jagd beginnt. Dr. Kinne braucht 16 richtige Antworten und seine Zeit startet jetzt. Die Hauptstädte Valletta, Nikosia und Tallinn liegen auf welchem Kontinent? Europa. Wie nennt man eine Lehrveranstaltung, wie auch die Fahrtrichtung eines Schiffes? Kurs. Mit welchem Film gab Kevin Costner sein Regiedebüt? Dance with the Wolves. Welcher 2022 mit 86 Jahren verstorbene Illustrator gilt als Vater der Wimmelbücher? Pass. Stopp die Uhr. Ich hab bestimmt schon mal gehört. Ach ja, ich hab's gehört. Nee, nix. Irgendwas raten? Ali Mitkusch. Oh, Ali ja. Mitkusch. Das ist nicht Ali dein Ernst. Mitkusch. Ali mit. Sag noch, ja, Ali Mitkusch habe ich deutlich gehört. Super. Das mega. Ist sehr, sehr gut, Serge. Das ist der erste Rücksetzer und die Zeit für Sie, Dr. Kinne, startet jetzt. Von wem stammen die Ottonen Ihrem Namen nach ab? Von Otto. Welcher Dom soll über dem Grab des Apostels Petrus erbaut worden sein? Dem Petersdom. Wie lautet der Geburtsname von Ursula von der Leyen? Albrecht. Welche weltberühmte Comicfigur kam auf der Daisy Hill Puppy Farm zur Welt? Snoopy. Die grüne Europastadt im Ruhrgebiet heißt Kastrop? Rauxel. Marion Cotillard gewann 2008 den Oscar für den Film La Vie en Rose. Wer schrieb das dreiaktige Schauspiel Die Katze auf dem heißen Blechdach? Tennessee Williams. Wie wird ein Winkel genannt, der größer als 90 Grad und kleiner als 180 Grad ist? Stumpfer Winkel. Welcher Religionsstifter soll in einem Stall geboren worden sein? Jesus von Nazareth. Der Rockgitarrist Eddie Van Halen wurde in welchem Land geboren? USA. Stopp. Schon Kanada. Euch. Kanada? Kanada, ja. Wir nehmen Kanada. Hättet ihr doch bloß Niederlande genommen. Oh, oh. Ja, Van Halen. Ja. Gut, 50 Sekunden. Ein bemerkenswerter Lauf gerade von Ihnen, Herr Kinne. 5 brauchen Sie noch. Zeit startet jetzt. Welche Olivia wurde bei den Emmys 2021 als beste Hauptdarstellerin ausgezeichnet? Was bezeichnet sowohl einen Fisch als auch die Wandflächen seitlich des Satteldaches? Pass. Stopp. Irgendeine Idee? Irgendein Ausdruck? Ich brauche jetzt die Antwort. Giebel, Fisch, Lachs. Giebel. Giebel. Oh, ja. Oh. Ja, Fisch. 34 für 4, Herr Dr. Kinne. Ja. Zeit startet jetzt. Welcher Staat liegt mitten in Rom? Der Vatikanstaat. Welche noch heute bestehende Partei beschloss 1891 das Erfurter Programm? Die SPD. Was ist sowohl als Adjektiv das Gegenteil von mutig, als auch als Nomen eine Frucht? Feige. Welche Algen bilden den Hauptbestandteil des Phytoplanktons? Blaualgen. Stopp die Uhr. Grün- oder Rotalgen? Grünalgen. Oder Kieselalgen. Kieselalgen? Ja, das ist richtig. Kieselalgen. Oh, und das war von der Schippe gesprungen. Jetzt sind es noch 2, ja. Herr Dr. Kinne. 14 Sekunden und die Zeit startet jetzt. Welche redensartliche Ratte steckt ihre Nase in sehr viele Bücher? Käseratte. In welchem Jahrzehnt startete im Fernsehen die Harald-Schmidt-Show? 90er Jahre. Ah! Bei 3 Sekunden hätten Sie doch 8
50er gesagt oder 2000er. Aber Glückwunsch erstmal, ne? Ich hatte so gehofft, die Kieselalge bringt uns noch das Geld. Oh, das ist aber jetzt ja wirklich Drama. Aber toll, nervenstark. Aber gut, mein Herz ist eh immer bei euch. Ihr habt es super gemacht. Vielen Dank fürs Kommen. Ich hoffe, ihr behaltet es auch in guter Erinnerung. Ja, dann war's das, ne, für heute. Das war Gefragt, gejagt mit dem Sieg von Dr. Kinne. Und wir freuen uns aufs nächste Mal, wenn die Jagd wieder beginnt. Wünsche ich Ihnen gute Nacht. Tschüss.